Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queer Stylity. Ja, heute, wie der Titel schon vermuten lässt, zeige ich euch, wie ihr ganz schnell und ganz einfach eine Erdbeertasche nähen könnt. Eine Erdbeertasche, kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, das sind diese Taschen, die an der Ecke, diese Tragetaschen, diese Jutebeutel, die Stofftragetaschen, die an der Ecke so ein dreieckiges Mini-Täschchen haben, wo man die große Tasche reinstopfen kann und dann kann man die mit Hilfe eines Kordelzugs quasi zusammenziehen und dann hat man alles, was man übrig hat, ist dann diese kleine Erdbeere. Also gibt es inzwischen auch mit allen anderen möglichen Motiven, aber die Erdbeere ist halt so das Klassische und ich werde heute auch eine relativ klassische Erdbeertasche nähen und haben mir dazu schon ein paar Sachen zugeschnitten. Und zwar einmal ein Stoffstreifen, der... Also ich habe als Vorlage so einen Pappbriefumschlag geholt, der etwas größer ist als DIN A4, weil ich transportiere gerne Sachen in DIN A4, so Schreibblöcke oder sowas, und habe den so angelegt, dass ich ihn quasi der Länge nach gespiegelt habe. Ne, der Breite nach gespiegelt, so. Und habe mir das auch noch mal zurechtgebügelt. Und dann habe ich mir noch zwei Streifen geschnappt, die 11 mal 60 cm waren. Und die habe ich mir so gebügelt, dass einmal die beiden Seiten zur Mittellinie zeigen und dann noch mal hier quasi aufeinandergelegt wird. Und das werden meine beiden Träger. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal damit an, dass wir hier die beiden Seiten von der Tasche verschließen. So, das ist das erste Mal, dass ich mich an der Nähmaschine filme. Deswegen muss ich hier gerade ein bisschen experimentieren, wie ich am besten die Kamera stelle. So. Eingestellt habe ich jedenfalls einen normalen Gradstich. Und ich denke, ich werde von der geschlossenen Kante ausnähen. So, ich habe einen schwarzen Faden eingefädelt. Das sieht man nachher wahrscheinlich auch, aber ich finde das nicht schlimm, von daher. Lasse ich jetzt einfach mal die Nadel in den Stoff runter. Senke das Nähfüßchen ab und dann kann die Party auch schon losgehen. So. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Das kann schon mal passieren. So. Und jetzt schneiden wir erstmal diese ganzen überschüssigen Fäden ab. So, als nächstes nehmen wir die Träger. Und zwar werde ich da so vorgehen, dass ich einmal komplett drumherum nähe. So, senke also wieder die Nadel in den Stoff. Bisschen runter und nähe einfach einmal komplett drumherum. So. Achte darauf, dass die Nadel im Stoff steckt. Hebe das Füßchen hoch und drehe das Ganze, lass das Ganze wieder runter und nähe dann einfach weiter.
Ja, dann schneiden wir auch hier diese ganzen unschönen Fäden ab und auch die Fransen vom Stoff. Ja, und das gleiche machen wir natürlich auch mit dem zweiten Träger. So, im nächsten Schritt schnappen wir uns wieder unsere Tasche. Die wenden wir jetzt auf die rechte Stoffseite. Schön die Ecken ausformen. Und dann klappen wir uns das Ganze ein bisschen nach innen um. Fangen wir am besten hier mit der Seite an, wo die Naht liegt. Ja. So ungefähr einen Finger breit. Und das bügelt man sich. Das vielleicht auch in die Kamera halten. Und ihr kniet euch das hier so ungefähr einen Finger breit um. Und am besten bügelt man da auch nochmal drüber, einfach damit es stabiler ist, besser hält. Okay, ich habe das Ganze jetzt umgeklappt und auch umgebügelt. Und ich denke, jetzt wäre es leichter, wenn wir hier dieses Beitelchen abnehmen. So. Dann können wir nämlich das Ganze ganz einfach hier einhängen. Die Nadel wieder ab, und zwar so, dass der Nähfuß hier ziemlich am Rand ist. So. Jetzt habe ich mir hier schon mal die Stellen markiert, wo die Träger hin sollen. Und jetzt schnappe ich mir auch schon mal einen der Träger. Suche mir da die schönere Seite raus. Nehmen wir die hier und lege mir den hier auch schon mal drüber. Und jetzt nähe ich mal ganz langsam. Mit dem Träger. Halten wir den hier schon mal fest. So. So, sehr gut. Dann nähe ich mir wieder weiter bis zu der Stelle. Dass wir uns den Träger auch so annehmen, dass wir den nicht verdrehen. So, das sieht gut aus. Und dann nähen wir hier auch schon mal drüber. Und dann kommt hier auch schon die Markierung für den anderen Träger. Ja, dann haben wir die Träger schon mal fürs erste befestigt. Da gehen wir jetzt aber auch noch mal drüber. Und zwar ähnlich wie vorhin, als wir um die Träger umgenäht haben. Ich nähe jetzt noch mal einmal hier rundherum drüber und auch x-förmig. Und ich gucke mal gerade, ob ich das auf der Kamera nicht auch etwas deutlicher einstellen kann. Ich
habe nämlich die Befürchtung, dass ihr irgendwie nicht wirklich was seht. So, erstmal Nadel rein. Aus der Perspektive erkennt ihr generell nicht sonderlich viel. Naja, ich zeige es euch einfach, wenn es fertig genäht ist. Kennt man das X ganz gut. Und das mache ich jetzt an allen vier Verbindungsstücken. Okay, die Tasche ist jetzt weitgehend fertig. Kommen wir nun zur Erdbeere. Und hierzu habe ich zwei Dreiecke zugeschnitten, beziehungsweise weil der Stoff so dünn war, habe ich Vierecke zugeschnitten und habe die einem Dreieck gefaltet, und zwar so, dass sie ein bisschen weniger als die Hälfte der Tasche einnehmen. Und dann habe ich mir noch so zwei Rechtecke zugeschnitten, auch nochmal doppelt genommen für den Tunnelzug. Und das ist auch in etwa vielleicht ein bisschen mehr wie halb so lang wie die lange Kante des Dreiecks. So, und im allerersten Schritt nehmen wir jetzt die Tunnelzüge an die Dreiecke dran. Also ich schnappe mir hier einen Tunnelzug, eins der Dreiecke, lege mir den Tunnelzug so hier drauf, dass er mittig liegt. Jedenfalls ungefähr. Und nähe dann einmal über die Kante drüber. Ja. Dann haben wir das jetzt. So, wir haben das jetzt angenäht. Jetzt klappen wir das einmal nach außen um und nähen nochmal ganz knappkantig von vorne drüber. So. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem anderen. So. Und da hat er eine Sequenz nicht mitgefilmt. Jedenfalls habe ich die beiden Erdbeerdreiecke jetzt mit beiden Vorderseiten aufeinander gelegt und die Seiten hier verschlossen. Dann wird das Ganze gewendet. Ja. Und eine Ecke der Tasche wird jetzt in diese kleine Ecke reingelegt. Und was jetzt kommt, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar werde ich jetzt einfach über diese Tasche drüber nähen. Aber zuerst gehe ich ganz sicher, dass die Tasche auch wirklich in der Erdbeertasche steckt. So. Theoretisch ist die Tasche jetzt schon einsatzbereit. Dann wickelt ihr einfach so ein bisschen zusammen. Wobei ich fast fürchte, dass der Stoff hier ein bisschen zu
zu dick für die Erdbeertasche sein könnte. Sieht wohl so aus, als hätte ich gerade ein Video gemacht zum Thema, wie man es nicht macht. Aber zumindest mit einer speziellen Falttechnik und wenn man die Träger draußen lässt. Wird das Grundprinzip klar. Und jetzt wird hier quasi jeweils ein Stück Kordel durchgezogen und an den Enden hier verknotet, damit es nicht durchrutscht. Und dann kann man das Ganze zusammenziehen und verknoten. Und dann hat man auch schon seinen Erdbeerbeutel. Ja, das hatte ich nicht bedacht, dass die Tasche durch den stabilen Stoff so groß wird, dass man da auch eine größere Erdbeertasche braucht. Aber ihr könnt das ja beachten. Ich werde das Video nichtsdestotrotz online stellen, weil es ist für euch ja auch wichtig zu sehen, dass selbst die Leute, die auf YouTube Videos machen und kreativ sind, auch nicht immer alles perfekt hinbekommen. Ne? Sollte euch das Video trotz den ganzen Macken und der schlechten Sicht auf die Nähmaschine, ich muss mir noch überlegen, wie ich das da besser mache, gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Lust auf Nähvideos, Handarbeitsvideos habt, lasst mir das sehr gerne unten in den Kommentaren da. Auch vielleicht, was ihr euch wünscht. Ich werde, wie gesagt, an der Kameraeinstellung arbeiten, dass ihr da auch besser seht. Jo, ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.